Moin Moin und willkommen zurück zu einer weiteren Folge Yoko's Island Express. Und ja, Yoko ist der kleine Mann hier und wir haben jetzt ein paar Briefkästen gefüllt, müssen aber noch vieles machen. Ich schwimme hier rüber, ich weiß gar nicht, wo es da hingeht. Vielleicht kommen wir noch gar nicht irgendwo hin. Ne, kann man nicht zurück, okay, wir sind zurück. So, wir haben mehrere Aufträge. Wenn man zurückgeht hier. Kann man sehen, dass wir da oben hin müssen, wir müssen hier unten hin, wir müssen ein paar Sachen machen. Also es gibt so ein paar Sachen, die wir erledigen müssen, bevor wir zu einem von den drei Bossen können, die uns helfen sollen. Deswegen, so, krabbeln wir mal hier wieder runter. Und, ja, versuchen wir mal hier weiterzukommen. So. Die Katze hat mir erzählt, dass es einen Fisch gibt, mit dem man tauchen kann. Du solltest mit der Bienenlinie auf der Markberg herauf. Die kommt zum schnellsten durch die ganze Insel. Denk daran, der geheime Eingang zum verborgenen Becken ist im Keller der alten Kirche der Weltraummönche. Das ist der Einzige, an dem du den Tauchfisch bekommen kannst. Also wir brauchen einen Tauchfisch. Und der Tauchfisch, ist halt... Oh, also gucken, wo er ist. Tauchfisch, guck mal, also hier oben ist der Tauchfisch. Kann man sehen. Ich mach hier oben. Da ist der Tauchfisch, da müssen wir hin. Da müssen wir natürlich erstmal wieder zurück. Wir sind ja ganz hier unten, das heißt, wir müssen wieder nach oben. Suchen wir mal. So, müsste möglich sein. Okay. Die gleichen Speicherdinger sind eigentlich ganz praktisch. Na. Ach, da schau einer an. Okay, warte mal. Jetzt wollen wir hier links. Jetzt einmal da rüber. Oh, raus da. So. Raus. Okay. Da links. Hier geht's wieder hoch. Raus. Wie weit sind wir jetzt weg von dem? Ich muss immer zwischendurch gucken. Da oben ist es. Also müssen wir da erstmal wieder hoch. Gut. Da muss ich erstmal zurechtfinden. Das ist gar nicht so einfach. Oh, warte mal. Ich glaube, das ist die falsche Richtung. Hier. Oh. Mehr schnell. Aufgesaugt? Brauchen wir eigentlich gar nicht, denn wir müssen. Komm ich da hoch jetzt? Mal. Warte mal. Okay. Das ist ja blöd. Wie komme ich denn da jetzt hin? Von hier ist es ja echt ein weiter Weg, ne? Müsste ja eigentlich da raus, um da hinzukommen. Oder gibt es da oben noch einen Weg längs? Ach, guck mal, da oben können wir auch längs. Ah, guck mal, da müssen wir längs. Okay, dann weiß ich, wie längs. Bitte mal hoch. Boom. Durch. Und zurück. Die kleine Krabbe ist ganz süß, ne? Das ist auch so ein kleiner Käfer oder sowas, ne? So, hier gehen wir da. Kurz überlegen, da kommen wir ja auch nicht raus. Macht eigentlich gar keinen Sinn, ne? Da oben hoch, also hier links. Und wieder hochkommen. Boom. Und boom. Und. Ich muss da rüber, wie komme ich denn da rüber? Von da oben, ach, von ganz oben, das ist auch wieder ein. Ja, das ist, man muss aber schon ganz schön weit zurückgehen, ne? Jetzt nicht gedacht. Mal. Es sind ein paar so Dinger geben, wo man sich. Also das ist wahrscheinlich die Bienenstrecke, die müssen wir uns nochmal freischalten. Dann kommen wir wahrscheinlich von einem Ort zum nächsten ganz schnell. Schauen wir mal. Hier ist der Markberg. Oh, hier, guck mal. Mal kurz ein paar Briefe reinwerfen. Oh. Und wieder oben. Oh. Gucken, was sie will. Dies ist eine Linienstelle für die Bienenlinie. Sie ist eigentlich der schnellste Weg, sich auf der Insel fortzubewegen, aber leider ist sie momentan deaktiviert. Vielleicht gibt es einen Weg, sie da drüben im Versteck zu aktivieren, falls die Schädelbandenmitglieder dich hereinlassen. Sie sind berüchtigt dafür, dass sie unter sich bleiben wollen. Ich persönlich hasse es, mich mit ihnen abzugeben. Sie sind mir nicht geheuer.
Na gut. Na? Ah. Guck mal, wo die Schädelbanden Leopai sind. Oh. Können wir die ganzen Früchte mitnehmen? Dafür können wir kleine Eintrittskarten bezahlen, um irgendwo reinzukommen. Oh. Das war ja dumm. Das war jetzt wirklich dumm gerade. Komm ich wieder hoch? Okay, so geht's auch. Schädelbanden. Was stand da? Steckte Schädelband. Kein Zutritt. Ah, wir versuchen es mal. Und 30 Stück bezahle ich. Jetzt sind wir hier oben. Hier ist hier oben Schädelbanden. Okay, die waren einen auf jeden Fall eindringlich. Aber wir müssen da ja leider hoch, damit wir da irgendwo runterkommen. Wo ist ein Briefkasten? Den werden wir mit Briefen vollfüllen. Ach, da oben ist hier so ein Heiopai. Na? Hey, schau sich das mal einer an. Ein Käfer mit einem Passsack. Und das ist das Versteck der Schädelbande. Hast du dich verlaufen oder so? Ich habe eine Nachricht für Spina. Ein Paket? Hm? Bin gelaufen, denn unser Boss Spina gab den Befehl, dass sie niemanden hier heute rein darf. Es ist nicht persönlich, aber... ich muss dich abservieren und tschüss. Oh nein! Okay, wir gehen also hier längs. Gut, da kommen wir wieder raus. Was können wir mal aufmachen? Wie kommen wir denn darüber? Mal. Dann gehen wir nicht, dann gehen wir da längs. Wir gehen nochmal den ganzen Weg da hinten zurück. Uns nochmal abserviert. Wahrscheinlich, aber uns trotzdem. Okay, wir können runterkommen. Na gut, dann fahren wir runter und gehen den anderen Weg. Da brauchen wir ein Schloss für. Hier geht's hoch. Wo soll man von drauf fallen? Oh doch, warte, es geht. Warte. Versuchen wir nochmal. Aufgeweckt. Hallo? Du willst wohl ins versteckte Schädelband, hm? Und durch die Höhle da rechts kommst du zu einer Hintertür. Keine Angst, ich halte dich nicht auf. Sag nur niemandem, dass ich nicht hier unten bin. Ich komme immer hierher, um mich von der Arbeit zu drücken. Okay. Soll er sich von der Arbeit drücken? Das interessiert uns gar nicht. Hier wieder. Ich gehe mal ein Versteck da oben. Nee. Ach, guck mal hier. Und. Ah, so ein Stein kann ich rollen. Aber die anderen kleinen Steine gerade eben nicht. Ist auch merkwürdig. Na gut. Ne, wir wollten ja nicht hier längs, ne? Nochmal hier zurück. Okay, ein paar Punkte gut. Das ist ein Hintertürchen. Guck mal, kommen wir von hinten rein, ist auch nicht verkehrt. Aber lassen die Klappe mal runter machen, wer weiß, ob das nützlich sein kann. Markberg-Versteck. Hey, was machst du denn hier drin? Nur Schädelbandenmühle dürfen ins Versteck. Du haust das besser ab, bevor du Ärger bekommst. Okay, gehen wir hier längs. Da ist noch einer, ein Fragezeichen. Ich weiß ja nicht, wie du hier reingekommen bist, aber ich höre jetzt besser Klartext, warum du auf immer Schädelbandgebiet herumschleichst. Hm, Paket für Spina? Warum hast du das nicht eher gesagt? Spina ist unser Boss. Aber du hast Pech, verstehst du? Die Becken auf dem Markberg haben zu kochen begonnen. Der Boss ist hinunter in die kochende Unterseite, um sie zu reparieren, bevor wir alle durchgekocht werden. Der Boss meinte, wir sollen auf seine Befehle warten, aber wir haben seitdem nichts mehr gehört. Also sag ich dir jetzt was. Als du denkst, du hast das Zeug dazu, lauf doch Spina zu kochen in Unterseite hinterher. Das ist für alle ein Gewinn, verstehst du? Du kannst den Brief abgeben und gleichzeitig hilfst du dem Boss. Hier, ich gebe dir den Schlüssel. Du findest das Tor zur Unterseite unter unserem Versteck. Du kannst es nicht verpassen. Danke. Gut, haben wir Schlüssel bekommen. Und rein. Wenn die Spina kommt, finden wir.
Was glaubst du, wo du hingehst? Hier dürfen nur Schädel rein, also hau ab. Na gut, dann gehen wir in die Richtung. Oh. Na gut, wir können auch mal hier aufmachen kurz. Was wir da bekommen. Oh. Ach, guck mal, kommen wir hier rüber. Hey Käfer, das Glück ist mit dir. Die Weidlinge hier. Und ich habe zufällig gewusst, dass jemand helfen könnte, alle Weidlinge auf dem Marktberg zu finden. Willst du deinen Weidling auf Spur für 300 Früchte kaufen? Kann ich leider nicht. Kann ich halt. Wenn das mal kein Schmutzfleck auf meinem weißen Laken ist, hätte ich dich für einen guten Käufer gehalten. So, müssen jetzt erstmal runter in die. Mal kurz hier speichern. Wir gehen mal runter in, zum Schlüssel, damit wir da reinkommen vielleicht. Oder wir gehen im Haus rein. Oh, guck mal, ach, guck mal, wir können auch immer noch nicht tauchen, weil wir den blöden Tauchfisch nicht haben. Das ist der falsche Weg, also müssen wir hier wahrscheinlich runter. Oh nein! Ja. So, hier links. Quick. Durch. Los geht's. Und war doch irgendwas Losting, glaube ich. Bum, 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 hier längs. Runterrollen. Auch. Da! So, schließen Sie mal auf. Okay, so, Spina, wir kommen. Der Druck ist zu hoch! Pass auf! Finde Spina in der Kochenunterseite. Haben wir geschafft. Okay, komm zurück. Okay, da kommen wir wahrscheinlich nicht durch. Das müssen wir hier längs. Und hier machen. Haben wir immer noch die Viecher. Aber wir können hier einen Postkasten befüllen. Oh, perfekt. Nehmen wir mit. Alle Früchte mitnehmen wir können, ne? Und dann können wir den Stein wegrollen. Ist auch nicht schlecht. Super. Haben wir die Öffnung, haben wir das hier frei gemacht. Gehen wir mal hier links und gucken, was passiert. Okay, dann müssen wir ein bisschen was befreien. Dinge einsammeln, wer das Tor öffnen kann. Dadurch. Nein. So bescheuert. Oh nein. So, jetzt aber. Ja. Oh Mist, jetzt gleich bringt das Ding wahrscheinlich. Ja. Dann holen wir uns auch nochmal da oben. Weil da rankommen, dann müssten wir eigentlich. Nein, falsche Richtung. Mann.
Oh, ey, ich muss noch mal reinschießen. Ich muss noch mal eine blöde Schnecke holen. Mann! Oh nein! Boah, wir müssen eine Schnecke da drüben holen. Muss ein Stier sein. So. Ja, schön. Alter. Oh nein. Wieder. Oh nein. Was passiert? Bin ich tot? Eine geheime Höhle. Wahrscheinlich meine 10 Tode, die ich schon gemacht habe. Was sein? In die falsche Richtung, ne? Also, hab ich mitgenommen. So. Haben wir jetzt? Jetzt müssen wir den eigentlich nur da hochbekommen. Oh nein, fast. Jetzt sogar. Yes! Noch eins durch. Super. Noch nicht drüber, doch, super. Nein. Das ist ja ärgerlich. So, dann ist das Schloss durch. So, Tür ist auf. Nein, komm nicht zurück. So ein Kack. Nein. Okay, nehmen wir die Frucht, ne? Ah, so. Geschafft. Das müssen sich freuen da drüben. Es ist Spina weg. Na gut. Ja. Na gut. Okay, so kommen wir wieder zurück wahrscheinlich. Gut. Okay, bringen wir jetzt gar nicht. Aber wir gehen hier weiter in die Richtung. Da kommen wir gleich hin. Ich muss da irgendwie hoch. Gut, jetzt haben wir die alle freigeschaltet. Dann müssen wir ja eigentlich nur hin und her geschossen werden. Sehr gut. So, wo ist Spina? Spina, wo bist du? Der Dampfkern, okay. Da ist Spina.
Der Druck ist zu hoch. Die Unterseite wird gleich explodieren. Wenn das passiert, dann nimmt das ganze Versteck gleich mit. Meine Truppen sind bereit, aber sie können es nicht alleine schaffen. Ich muss da rein und etwas gegen den Druck tun. Du hast den Boss gehört. Es ist Zeit. Los geht's. Los! Okay, dann machen wir das mal für ihn. Oh nein! Der ärgert mich noch ein bisschen. Wie kriegt das Lina Ding da drüber? Jetzt aber 1, 2, 3. So. Es fehlt noch ein Punkt, der ist da hinten. Eigentlich so leicht zu treffen, glaube ich. Aber wir probieren es mal. Ach, schön. Super. Geht auf. Ich sehe da nichts. Was soll ich denn jetzt machen? Okay. So kann man die... so kann man die umleiten. Okay. Jetzt verstehe ich. Die Löcher zu machen. Okay. Okay. Easy Ding. Also ein easy Ding, aber lustiges Ding. Lustige Idee. Okay. Lass uns drüben ankommen. Nicht so leicht. Oh nein. So, hey, was ist hier los? Es wird immer heißer. Oh. Doch mal zumachen wieder. Kontrolle! Hey. Okay, also müssen wir es nochmal machen. Anscheinend. Vier Löcher jetzt, brauchen wir vier Dinger. Okay, kriegen wir hin. Oh, guck mal, wie er schreit da links. Das ist heiß, wa? Das letzte Loch müssen wir noch füllen. Nein. Okay, warte.
wieder reinbekommt. Und einmal rumschießen und dann reinballern. Oh. Guck mal. Oh, müssen wir mal gegoogelt haben. Das müsste aber funktionieren. Wir müssen da und dann mit dem reinballern, okay. Na, doch halt. Kann nicht länger aushalten, es wird explodieren. Oh, hier ist jetzt heiß. Aber wir haben ihn gerettet, oder? Das war knapp. Für eine Minute dachte ich schon, unsere beiden Schinken würden geräuchert werden. Raus hier, lass uns reden. Oder? Puh, das war knapp. Na los, ich habe die Nase voll von dem Loch. Lass uns ins Versteck gehen. Wie wollen wir doch hin? Zack. Oh, das war natürlich schneller zum Versteck. Oh, Spina. Hallo, Spina. Können wir reden? Das wurde für eine Minute so richtig heiß. Vielen Dank, mein Freund. Der gesamte Schädelbande würde ohne die Hilfe des kochenden Wassers bis zum Hals stehen. Also, hast du einen Brief für mich? Oh, das ist wirklich schlecht. Die ganze Insel wird vor die Hunde gehen. Außer wir finden raus, was mit Mokuma nicht stimmt. Ich gehe sofort ins Dorf. Wenn du auch dorthin musst, dann ist die Bienenlinie der schnellste Weg dorthin. Die Aktivierung wird dich einige Früchte kosten, aber sie ist es wert. Du findest eine Lindenstelle auf dem linken Balkon. Ich beeile mich jetzt besser mal. Bis dann im Dorf, Käfer. Yes, abgeschlossen. Rede im Versteck mit Spina, haben wir gemacht. Das wurde mir drin zu heiß, diese Schädelbanden, die sind ein völlig verrückter Haufen. Wir heben den ersten gefundenen. Jetzt müssen wir nur noch zwei Häuptlinge finden. Lasst uns keine Zeit verlieren. Nimm zählt darauf, dass wir Mokuma retten. Yes, Leute, das war's. Wir haben den ersten Häuptling sozusagen gefunden. Und werden uns jetzt... Ach, einmal. Warum einmal bezahlen wir die 100 hier? Ja, Leute, ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht. Mir auf jeden Fall. Ihr seid beim nächsten Mal dabei. Oh, warte mal, der Postmeister, den nehmen wir noch mit. Hallo, Postmann Park. Mach weiter so und fülle die Briefkästen. Du hast schon 10 von 30 Briefkästen auf der Insel gefüllt. Quark, ich habe den Eingangspost für dich aufgebaut. Dabei habe ich über Würfel gefunden, die geliefert werden müssen. Das musst du dir aber selbst genauer anschauen. Quark, die überfälligen Pakete liegen auf dem Tisch im Island Express. Gut, machen wir beim nächsten Mal. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis dahin. Tschüss.